So, hallo und schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem Abschluss, Jahresabschluss, Dezember Online-Seminar, was wir euch anbieten. Und zwar unter dem Titel Arbeiten mit digitalen Formularen in der Praxis. Herzlich willkommen an alle Ersttäter, an alle Mehrfachtäter, die uns jetzt schon mehrfach begleiten auf unserer Reise mit Craftnote. Diejenigen, die ja schon mehrfach dabei waren, die wissen, wie das Ganze hier vonstatten geht. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, Fragen einzureichen, und zwar rechts neben eurem Video habt ihr die Möglichkeit, dort die entsprechenden den Chatverlauf zu sehen, dort auch eure Fragen einzureichen. Der Lars ist im Hintergrund mit dabei und beantwortet die Fragen soweit. Und wir werden nachher auf jeden Fall nochmal eine Q&A-Session machen, wo wir dann auf eure Fragen nochmal speziell eingehen. Ja, wir haben heute noch einen Special Guest mit dabei. Den werde ich euch im Laufe des Online-Seminars dann vorstellen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und würde sagen, wir starten auch direkt in die Agenda. Ich gebe gerade mal meinen Bildschirm frei. Und zwar fangen wir direkt an. Der erste Punkt wird sein, alles, was mit Arbeiten mit digitalen Formularen in der Praxis zu tun hat. Ich werde noch mal kurz darauf eingehen, wo ihr die Formulare findet. Und wie ihr eventuell euch als Quick Win auch ein Formular, das wir euch zur Verfügung stellen können, mit ein paar Handgriffen schnell und einfach auch anpassen könnt. Dann würde ich gerne auf das Thema individuelle digitale Vorlagen oder digitale Formulare in Craftnote eingehen. Wir haben mit einigen unserer Kunden bereits Formulare umgesetzt. Und die würde ich euch oder ein paar davon würde ich euch gerne kurz vorstellen und zeigen. Dann Einsatz von Craftnote und den digitalen Formularen im Betrieb von Punkt, Punkt, Punkt. Lasst euch überraschen. Dann haben wir einen Ausblick auf Aktuelles und neue Funktionen, was sich da so getan hat bei uns die letzten Wochen. Ich möchte kurz unseren Craftnote Adventskalender vorstellen. Unsere Aktion zum Jahresende, was wir euch noch anbieten wollen, und dann werden wir auf Fragen der Webinar-Teilnehmenden noch eingehen. Ja, und da wünsche ich euch viel Erfolg dabei, viel Spaß dabei, nehmt möglichst viel mit und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne einfach reingrätschen und Lars wird die Fragen entsprechend beantworten. Ja, gehen wir einfach mal gleich einen Schritt weiter mit Arbeiten mit digitalen Formularen in der Praxis. Ein Teil der Formulare werdet ihr mit Sicherheit bereits kennen. Das sind ja die Vorlagen, die wir so in Craftnote schon doch geraume Zeit mit drin haben. Bereits seit Mitte 2019 haben wir jetzt die Funktionalität mit drin. Das heißt, dass mit digitalen Formularen in der App gearbeitet werden kann, mit digitalen Formularen in der Web-App arbeiten. Das haben wir ja jetzt relativ neu erst mit reingenommen. Wir hatten dann auch die Möglichkeit, erst in April diesen Jahres, März, April diesen Jahres, dass man auch automatisch quasi Zeilen oder Zellen schon füllen lassen kann. Das heißt, dass die Auftragskopfdaten, die Projektdetails quasi direkt übernommen werden können. Das ist relativ neu mit drin. Jetzt, wie gesagt, seit März, April in etwa. Und da werde ich gleich auch noch einen kurzen Satz hinzufügen. Also das sind im Prinzip vielleicht so Formulare, die ihr jetzt bereits schon kennt und natürlich auch die Unterschriftenfunktion, die wir mit drin haben. Ich gehe gerade mal kurz rüber in die Web-App, weil das Arbeiten mit den digitalen Formularen ist ja jetzt in der Pro-Funktionalität drin, die wir seit Juni mit drin haben. Das heißt, alle, die jetzt in der Trial-Phase, das heißt ganz frisch registriert, 14 Tage plus 14 Tage nochmal aufgebucht haben, die haben auf jeden Fall die digitalen Formulare auch zur Verfügung.
Alle, die aktuell in der Basic-Version sind, die haben die Formulare in der Form nicht verfügbar. Deshalb möchte ich einfach mal kurz nochmal den Switch in die Web-App machen und dort zeigen, wo man die digitalen Formulare findet, beziehungsweise wo die dann auch ausgetauscht werden können. Also grundsätzlich, ja, die meisten, die jetzt schon bei den Online-Seminaren dabei waren, die kennen im Prinzip meinen Aufbau bereits hier. Wenn ich hier oben auf Einstellungen gehe, habe ich im weiteren Verlauf, also wie gesagt, das haben momentan nur die Trial-User bzw. die Pro-User. In Basic habt ihr den Reiter hier nicht der Firmenvorlagen. Aber hier sind im Prinzip zunächst einmal die 12 Vorlagen mit drin, die wir grundsätzlich zur Verfügung stellen. Da mal einen kurzen Hinweis noch für alle diejenigen, die jetzt schon vor März 2020 bei Craftnote gestartet haben. Da könnte sein, dass ihr hier noch alte Formulare mit drin habt, also alte Vorlagen mit drin habt. Da müsst ihr einfach mal gucken, ob da irgendwas, ja, ich sage mal, vielleicht aus dem Februar oder Anfang März 2020 drinsteht, dann werdet ihr vermutlich noch die alten Vorlagen drin haben. Dann fordert euch die aktuellen Vorlagen einfach mal kurz bei uns an. Das ist ein ZIP-File, das könnt ihr aber auch bei uns im Hilfebereich stehen die auch zur Verfügung. Oder wenn ihr bei uns auf der Homepage auf Downloads geht, dann stehen die Formulare auch zur Verfügung. Die kriegt ihr dann en bloc zur Verfügung gestellt. Dann könnt ihr euch die auch verfügbar machen. Also wie gesagt, das sind dann die Formulare, die ihr hier als Vorlagen mit reinladen könnt, wie ihr auch sonstige Formulare da im Prinzip oder Vorlagen mit reinpacken könnt. Und die werden dann in jedem Projekt automatisch quasi hier, ich gehe jetzt einfach mal in mein Musterprojekt rein, unter Dateien hier oben habe ich dann den Zugriff auf die Vorlagen. Jetzt bei mir sind ein paar mehr Vorlagen drin. Also da sind jetzt, Moment, ich muss einmal die Seite kurz aktualisieren. Kleinen Moment, haben wir sofort. Ja, da hat sich gerade irgendwas kurz verhakt, aber das haben wir gleich wieder im Griff. Das heißt, im Projekt Meier Heizung, dann oben auf Dateien. Ja, brauche jetzt kurz, bis er das einmal geladen hat. Ich habe gerade zu viele Fenster und alles Mögliche offen. Das heißt, hier sind jetzt im Prinzip die Vorlagen im direkten Zugriff, die wir euch zur Verfügung stellen, beziehungsweise die ihr selber unter dem Reiter auch mit drin habt. Gleichzeitig habt ihr die dann auch in der mobilen App. Das heißt, wenn ihr in der mobilen App, ich gebe gerade mal einfach mal kurz meinen Bildschirm von der mobilen App frei. Das heißt, wenn ihr hier reingeht in das jeweilige Projekt, gehen wir hier ebenfalls in Ausführung rein, in das Bauvorhaben Meier Heizung, oben auf Dateien. Dann habe ich ebenfalls diesen Vorlagenreiter, wo ich dann im Prinzip meine jeweiligen Vorlagen da mit aufrufen kann. Gut. So, das ist im Prinzip jetzt einfach mal nochmal kurz der Ausblick in den Vorlagenreiter. Jetzt haben wir hier verschiedene Vorlagen drin, zum Beispiel unter anderem der Bautagesbericht. Bei dem Bautagesbericht sieht so aus, dass wir oben drin stehen haben aktuell ihr Logo. Da könnte im Prinzip auch ein Logo von euch drin stehen. Hier unten haben wir zum Beispiel unser Logo mit drin. Jetzt sagt einer von euch, Mensch, mir gefällt eigentlich das Dokument so, wie es ist. Ich möchte einfach nur hier oben mein Logo einfügen. Dann geht einfach her in der Web-App. Ebenfalls eine Pro-Funktionalität, das heißt, sie steht nur den Pro-Usern die Bearbeitungsfunktion zur Verfügung. Ich gehe in das Dokument kurz rein und mache mir das im Prinzip mit meinem Logo oder mit meinem Bild, was ich hier oben drin haben will, einfach für meine Zwecke nutzbar. Ich gehe oben einfach mal kurz auf den Stift, gehe auf Zeichnen. Dann nehme ich die weiße Farbe und sage, okay, die Strichstärke sollte ein bisschen größer sein. Dann mache ich da oben einfach ihr Logo weg.
und switch einfach ein Fenster weiter und sag, okay, ich mag hier einfach ein Bild einfügen. Ich nehme jetzt einfach hier mal das Bild von meiner Karikatur, das da im Fernseher schwebt. Das machen wir uns einfach auf die entsprechende Größe und schieben das da oben mit rein. Und dann sage ich, okay, und genau so möchte ich das jetzt speichern. Werde dann gefragt, wo mag es hinspeichern. Ich mache zunächst mal hier meinen Bautagesbericht neu rein, speichere es einfach vorne mit rein. Schließt es dann einfach mal ab. Und habe jetzt bei Bauvorhaben Meier Heizung in den Dateien den Bautagesbericht neu. Das war gerade dieses Dokument, was wir da aufgerufen haben. Ich gehe nochmal kurz rein, rufe den Bericht auf, speichern mir einfach kurz runter. Ja, wie gesagt, ich habe einfach zu viele Fenster heute offen. Aber da kommt jetzt gleich der Bericht mit meinem Bildschirm, so wie ich das gerade eingegeben habe. Ich speichere mir das einfach direkt mal kurz auf den PC. Und dann gehe ich her und sage, okay, gehe noch mal oben auf meine Einstellungen. Jo, jetzt brauche ich gerade noch ein bisschen. Das waren jetzt einfach zu viele Schritte auf einmal. So, gehe oben nochmal auf Einstellungen. Gehe unten nochmal auf meine Firmenvorlagen. Gehe mein Online-Seminar mit rein und füge hier einfach nochmal eine Datei mit rein. Da nehmen wir einfach den Bautagesbericht neu. Das, was wir gerade abgespeichert haben und spulen das hier mit rein. Dann habe ich im Prinzip die Vorlage dann mit meinem Bild oben drin. Und so kann ich das jetzt im Prinzip als Vorlage auch nachher in der mobilen App nutzen und habe, wie gesagt, hier mein Bild bzw. mein Logo mit drin. Das einfach mal so als Ausblick, wie sowas im Schnellverfahren auch selber erzeugt werden kann. So, jetzt möchte ich aber einen Switch machen, und zwar, das war jetzt im Prinzip mal die Übersicht von den digitalen Formularen, die wir zur Verfügung stellen, beziehungsweise wie wir die auch dann mal schnell ändern können. Und ich möchte gleich mal zum nächsten Thema, individuelle digitale Formulare in CraftNote. Und da wechsle ich dann zu meinem anderen Bildschirm, wo ich dann mein iPad mit drauf habe. Und dann, da gucken wir uns jetzt einfach mal kurz an, wie das da im Detail aussehen könnte, wenn im Prinzip ich jetzt im gleichen Bauvorhaben Meier Heizung einfach mal die Formulare nutze, die unsere Kollegin, die Silan, da entsprechend mit reingebracht hat. Und zwar haben wir hier jetzt in den Vorlagen ebenfalls diesen Ordner Online-Seminar. Dort zeige ich einfach mal kurz das Formular, was wir jetzt gerade hatten. Das heißt, da ist bereits, wenn ich es in Vorlagen mit drin habe, auch mein Formular mit dem Logo mit drin. Aber das war jetzt gar nicht das, was ich eigentlich zeigen wollte, sondern will ich eigentlich mal die anderen Formulare, die wir hier so mit drin haben. Und zwar haben wir hier zum Beispiel ein Formular gemacht für die Firma Blitzschutz Olbernhau GmbH.
Da sieht so aus, dass das im Prinzip ein Formular ist, das ja, in der Hauptsache aus editierbaren Feldern hier oben besteht. Hier vereinzelt einfach Checkboxen mit drin, die ich im Prinzip auf dem iPad jetzt in dem Fall einfach mit anklicke. Ich switch einfach auf die weitere Seite mit rüber oder auf die weiteren Seiten, gehe im Prinzip hier einfach die entsprechenden Checkboxen durch, so lang, bis ich im Prinzip dann das Dokument fertig ausgefüllt habe. Die Prüfung hat folgende Mängel ergeben, in dem Fall keine. Und ich hier den Rainer Friedel da unterschreiben lassen kann. Das heißt, da werden im Prinzip einfach oder wird einfach die Unterschrift hier mit eingefügt und ab dem Moment kann ich das Dokument dann direkt unterschreiben. Also das ist im Prinzip jetzt ein Formular, wo ich hier einfach verschiedene Zeilen habe, verschiedene Klick- oder Checkboxen mit drin habe, die ich dann ausfüllen kann und dann habe ich im Prinzip das Formular ebenfalls schon fertig, hier bereits auch mit der Adresse des Kunden letztlich mit drin. Also so könnte im Prinzip ein Formular aussehen. Dann habe ich, speichere es jetzt in dem Fall mal nicht ab. Ich habe jetzt hier noch von einem Unternehmen, von einem SHK-Betrieb aus Karlsruhe noch die Freigabe gekriegt, dass ich die beiden Formulare mal kurz zeigen darf. Ich habe hier einen Montageauftrag mit drin. Das heißt, auch hier werden Auftragskopfdaten, soweit vorhanden, direkt übernommen. Ich habe hier unten meinen Arbeitsbericht für die Monteure und das Material entsprechend mit drin. Auf der zweiten Seite kann ich dann im Prinzip noch anklicken, Fahrtkostenpauschale in Karlsruhe. Also das ist auch ein individuell gestaltetes Formular, wie das jetzt die Firma Rudolf damit einsetzt. Einmal, wie gesagt, ist das Montage Auftrag und zum Zweiten haben wir hier noch das Formular der Wartung. Das heißt, hier ganz konkret kann ich ebenfalls mit Checkboxen arbeiten und hier auch Text mit einfügen. Material wurde eingebaut. Hier ebenfalls dann die Möglichkeit, die Unterschrift des Kunden bzw. des Monteurs einzufügen. Dann habe ich mit dem André Eickhoff heute Mittag noch kurz telefoniert. Der André Eickhoff beschäftigt sich mit dem Thema Gartengestaltung. Ja, da passt jetzt das Bauvorhaben Meier Heizung nicht wirklich so direkt rein. Aber das ist ein Dokument, mit der hier Bedenken angemeldet werden können. Das heißt, auch hier möglich, einfach ein digitales Formular sich erstellen zu lassen, das man dann schnell im Zugriff hat und das die Mitarbeitenden dann auch vom Bauherrn direkt ausfüllen lassen können. Aber auch hier sieht man, die Auftragskopfdaten können direkt übernommen werden. Ja, dann habe ich noch das Abnahmeprotokoll vom Marcel Lorenz, Fliesenlegerbetrieb. Auch hier im Prinzip wird die Adresse und die Baustelle gleich direkt mit übernommen. Ich kann hier entsprechende Daten mit eingeben. Hier auch ebenfalls wieder Checkboxen mit drin. Und Mängel, sollten welche vorhanden sein, kann ich dann auch mit der Diktierfunktion eventuell direkt mit reinpacken oder dann einfach mit der ansonsten vorhandenen Tastatur einfach direkt mit reintippen. Auch hier wiederum Felder, um die Unterschrift direkt zu übernehmen. Also das einfach mal, um einen ersten Einblick zu haben. So, dann haben wir jetzt bei den Vorlagen, die ich noch kurz zeigen möchte, eine Vorlage noch mit dabei drin. Und zwar ist das die Vorlage von der Firma Seibold aus Tübingen. Die beschäftigen sich ebenfalls mit dem SHK-Bereich. Auch dort haben wir jetzt hier die Möglichkeit, direkt mit hier die Auftragskopfdaten mit einfügen zu lassen. Wir haben hier unten in dem unteren Bereich Bilder. Möglichkeit oder beziehungsweise die Möglichkeit, direkt Bilder einzufügen. Ich nehme jetzt einfach mal hier kurz ein Hochkantbild, weil ich das gerade verfügbar habe. Ich gehe auf meine Mediathek. Das heißt, ich nehme jetzt einfach aus meiner Galerie ein Bild.
da möglichst gucken, wenn ihr solche Felder habt, dass ihr die Bilder nicht mit der größten Auflösung da reinnehmt. Sonst kann irgendwann passieren, dass ihr da ein bisschen ein Problem habt, dass einfach das Dokument dann zu riesig wird. Ja, jetzt in dem oberen Bereich haben wir jetzt aber die Möglichkeit, dass wir quasi weitere Bearbeitung machen können. Das heißt, ich gehe jetzt hier zum Beispiel her und habe hier oben die Möglichkeit, die Bearbeitungsfunktion loszutreten. Das heißt, ich gehe jetzt zum Beispiel her und sage, okay, ich mag jetzt hier in den Karo-Bereichen noch Linien zeichnen beziehungsweise irgendwas damit reinbringen. Könnte jetzt hier zum Beispiel auch sagen, ich mag jetzt die Strichstärke verändern, die Farbe verändern, wie auch immer. Also alles möglich, was da gewünscht ist. Und dann gehe ich im Prinzip her und habe jetzt das Karo-Papier mehr oder weniger als Vorlage. Ja, mit Freihand zeichnen, das ist jetzt nicht ganz so meine Stärke, obwohl ich dann irgendwann einmal dann doch Bauzeichner gelernt hatte. Aber wie gesagt, hier jetzt die Möglichkeit, dass ich im Prinzip meine Daten damit aufnehme. Ich kann jetzt hier meine Maße zum Beispiel mit eintragen, hier weitere Skizzen machen, was auch immer. Also alle Möglichkeiten, die jetzt auch hier die Bearbeitungsfunktionalität bietet. Ich hätte auch Möglichkeiten, jetzt hier nochmal zusätzlich irgendwo ein Bild mit reinzufügen, direkt in die Bearbeitung. Das heißt, ich packe im Prinzip das Bild einfach hier noch parallel daneben und kann jetzt hier auch noch verschiedene Dinge beschriften, vermaßen und so weiter. Also auch hier eine Möglichkeit, quasi die Bearbeitung dort voranzutreiben. Ja, und dann speichere ich das einfach unter den neuen Namen ab. Ich habe es jetzt aber in dem Fall auch einfach mal abgebrochen. Das soll jetzt mal so ein ersten Einblick oder erster Eindruck sein von dem, was es dann für Möglichkeiten gibt. Und ja, damit möchte ich eigentlich gleich zu unserem nächsten Thema wechseln, und zwar Einsatz von GraphNote und den digitalen Formularen im Betrieb von. So, und da sieht so aus, dass ich im Prinzip hier unseren Special Guest vorstellen möchte. Ich muss jetzt nur mal ganz kurz hier schon mal was verändern in unserer Übersicht. Genau so, also dann gehen wir rüber und zwar zu unserem speziellen Gast. Und da darf ich vorstellen den Wolfgang Menne. Der Wolfgang Menne wird sich gleich mal selber vorstellen. Der Wolfgang ist jetzt auch schon seit, ja, ich möchte mal sagen, der ist schon fast ein GraphNote-Urgestein, der ist eigentlich fast von Anfang an dabei. Und Wolfgang, sag doch einfach gerne mal ein paar Takte zu dir und deinem Betrieb. Ja, erstmal guten Abend miteinander alle, die hier zuhören und hier zusehen. Vielen Dank dir für die Einladung. Fand ich mal gut, dass ich jetzt mal dabei sein darf. Ja, wir sind die Inseldachdecker. Die Inseldachdecker, ihr hört es schon anhand des Namens, sitzen auf der Insel. Es ist tatsächlich so, auf der schönen Nordseeinsel Borkum habe ich meinen Betrieb mit den besten Ausblicken natürlich vom Dach, weil wir nämlich ein Dachdeckerbetrieb sind und Zimmermannsbetrieb. Und wir sind ein Team mit circa 12 Leuten. Und unter den 12 Leuten habe ich auch noch 3 Auszubildenden dabei. Also ich hatte sogar das Glück, hier auf der Insel, auf der schönen Nordseeinsel Borkum, 3 Lehrlinge zu bekommen. Also nicht dieses Jahr, sondern jedes Jahr ein. Und der nächste hat sich auch schon wieder angekündigt für 2021. Also für Nachwuchs wird hier auf der Nordseeinsel Borkum gesorgt. Prima. Und dann darf ich noch eins anfügen, was ja noch ganz speziell ist. Du bist mit einer Landsfrau von mir verheiratet. Ich bin mit einer Landsfrau von dir, ist aber meine Frau, verheiratet. Ist auch eine Schwäbin, kommt aus Stuttgart und sie ist sogar die Geschäftsführerin von unserem Laden. Den führen wir nämlich gemeinsam. Ist immer gut, wenn einer draußen, da bin ich am liebsten, natürlich bei der frischen Seeluft.
und meine Frau macht das Büro. Ja, prima. Ja, Wolfgang, sag einfach mal ein paar Takte, wie du Craftnote kennengelernt hast, wie du auf Craftnote gekommen bist und wie du quasi Craftnote für dich nutzbar machst. Und ja, ich denke auch recht erfolgreich mit Craftnote arbeitest. Ja, ich arbeite ja mit Craftnote schon seit gut, denke mal, 2,5 Jahre ist das oder fast 3 Jahre. Also ich bin wirklich von Anfang an dabei und ich habe eigentlich immer schon nach irgendwie etwas gesucht, was mir passen könnte. Also was in dem Betrieb, für den Betriebsablauf oder für die Baustellen oder die Dokumentation, das gibt ja alles Craftnote her. Habe ich eigentlich schon seit einigen Jahren mehr gesucht, aber es gab eigentlich nichts. Und mittlerweile sind ja einige auf dem Markt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einiges auch schon mal parallel ausprobiert. Für mich ist Craftnote Nummer 1, weil es so flexibel ist, auch mit den digitalen Formularen, die wir haben oder einstellen können, jeder individuell. Das geben die anderen Programme gar nicht her. Unter ja. anderem ja auch der Chat und so weiter. Man kann auch vieles mehr noch einfügen, Unfallverhütung und so weiter. Da brauchen meine Leute nicht auf die Baustelle suchen, sondern die können dann unter Baustelle Unfallverhütung suchen und dann finden sie dementsprechend auch Anleitungen. Also so flexibel ist das Programm. Ja, prima. Ja, du hast ja uns... Du hast uns ja jetzt 2 spezielle Formulare ja mitgebracht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin von dem einen Formular bin ich nach wie vor hellauf begeistert. Und das war auch der Grund, warum ich jetzt oder warum wir entschieden haben, dass wir dich gerne mal mit dazu nehmen. Ich würde dich einfach bitten, stell uns die 2 Formulare einfach vor. Ich ziehe mal deinen Bildschirm ein bisschen größer und nehme uns mal ein bisschen in den Hintergrund. Ja, also die Formulare sind ja unter Vorlagen abgelegt. Ich habe jetzt hier ein Formular, muss auch eben dazu sagen, ich habe mit Acrobat DC geübt und habe auch einiges selbst bewerkstelligen können. Einiges musste ich mir natürlich bei helfen lassen. Aber hier zum Beispiel dieses Formular, was ich jetzt hier habe, das ist praktisch ein Auftragserteilungsbogen und ein Stundenzettel zugleich. Und die Daten, die hier jetzt gesehen werden, hier Max Mustermann, Teststraße, habe ich mal eben gerade vorher fertig gemacht, damit ich das jetzt nicht alles machen muss. Diese Daten, die jetzt hier drin stehen, die habe ich im Craftnote vorher eingefügt, nicht auf diesem Formular. Also diese Daten werden automatisch hier eingefügt. Unter anderem auch die Auftragsbeschreibung. Die Auftragsbeschreibung findet man dann, wenn man im Craftnote unter Notizen kann man das erkennen oder werden die Daten hier drin übertragen. Dann haben wir hier ja natürlich auch unsere Unterschrift, das unten rechts, das habt ihr ja eben gerade schon bei Dirk gesehen, das muss man jetzt nicht mehr vorführen. Datum könnte ich jetzt hier unten links auch nochmal automatisieren, bin ich auch noch nicht ganz fertig, man wird glaube ich nie ganz fertig mit den Formularen und ich lasse dann vor Auftragserteilung die Kunden, wir haben viele Reparaturen, man kennt sich hier auf der Insel oder man kennt sich nicht, Feriengäste und so weiter, die man nicht kennt, die müssen natürlich den Auftrag vor Ort unterschreiben auf den Tab, was unsere Jungs haben. Damit ist dann der Auftrag auch automatisch bestätigt. Wenn dann der Auftrag bestätigt ist, kurz vor der Ausführung, dann werden die Arbeiten ausgeführt und danach, ich blätter jetzt einfach mal weiter, ich hoffe, man kann das sehen. Da steht jetzt Abnahmeprotokoll. Das ist eigentlich auch ein Abnahmeprotokoll, weil ja auch dann die Materialien und die Stunden, ich zeige euch das gleich nochmal eben, hier eingefügt werden. Und ich mache das jetzt als erstes mal hier bei den Namen. Man kann das also, ich hoffe, ihr seht die Namen. Hier sieht man die Namen. Ja, passt alles. Wunderbar. Schnell wieder weg. Es geht ja um Datenschutz. Also man kann hier die Mitarbeiter auswählen, die gerade mit dabei sind und hier einfügen. Und dann bei den Stunden haben wir das haben wir dann auch so selbst gebaut. Dann kann man jetzt mal wegen hier so 3 Stunden eintragen. Ist ein bisschen leichter, weil die Mitarbeiter ja auch das so einfach haben wollen wie möglich.
Dann, wenn ihr mal auf der rechten Seite guckt, da haben wir uns ein Tool ausgedacht, das ist eigentlich eine richtig, Moment, das muss mal weg, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Kann sich eigentlich jeder nachbauen mit Acrobat DC. Wir sehen hier Dachdeckerarbeiten, die Materialien dafür. Erstmal sieht der Mitarbeiter die Materialien und vergisst dann vielleicht auch nur die Hälfte. Und dann kann er einfach mal hier mal durchklicken. Nehmen wir jetzt mal die KSK, das Kleben und Dicht, die Spenglerschrauben zum Beispiel, die Randschieneverbinder und das Silikon. Dann hat der Mitarbeiter das gleich richtig ausgefüllt. Er versteht das und auch die Leute im Büro, die verstehen das. Ne? Nicht, dass die Leute dann nachher nur noch schreiben, eine Tube von was. Und dann braucht der Mitarbeiter da nur dann die Menge davor eintragen. Meinetwegen 2 Stück. Das war es dann schon. So wird dann die Materialien bei uns so erfasst. Da sind zwar nicht alle Materialien drin, aber das Hauptsächlichste. Und ich habe festgestellt, mit dieser Art und Weise haben die Mitarbeiter das einfacher, die mögen das und die vergessen auch, das ist ja menschlich, es wird auch schnell mal was vergessen, es wird weniger vergessen. Dann haben wir hier auf der linken Seite nochmal eine dachabgängige oder Reparatur, muss noch was gemacht werden, einfach hier so ein zum Anklicken. Es wurde auch sichtbare Mängel geprüft, vom Arbeitnehmer abgenommen, muss angekreuzt werden oder sollen weitere Arbeiten erfolgen, damit nichts vergessen wird. So, ich hoffe, ihr seht die kleinen Haken. Dann kann der Mitarbeiter hier noch was eintragen. Ich mache das jetzt einfach mal. So. Flachdach abdichten. So. So, und dann der Hauptaufteil ist erledigt, ist eine Reklamation vorhanden und da muss der Kunde dann letztendlich den Stundenzettel unterschreiben. Somit habe ich dann ein Formular für die Auftragserteilung, eigentlich ganz wichtig, und in dem gleichen Formular habe ich dann auch gleich das Abnahmeprotokoll oder den Stundenzettel bereit. Das kleine Highlight, was ich mir jetzt letzte Woche noch eingebaut habe, wenn ich jetzt hier die Stunden eintrage, ich mache da mal ein paar Stunden mehr, ich mache die Mitarbeiter, tue ich jetzt mal weg. Dann ist man ja auch manchmal ein bisschen rechenfaul, dann kann man hier unten die 18,5 Stunden ablesen und dann kann man die übertragen in das Handwerkerprogramm, wofür man das braucht. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich finde dieses Formular toll. Wir haben das schon seit 2 Jahren, früher handschriftlich, heute jetzt digital in unserem Programm drin. Und wir haben auf jeden Fall immer abends unsere Stundenzettel drin, keine Hinterherlauferei. Das zeichnet ja auch wieder mal Craftnote aus, dass so eine Sache möglich ist. Du, kurze Frage noch ganz dazwischen, und zwar, du hast schon die Möglichkeit, auch das Formular jederzeit anzupassen. Das heißt, wenn sich irgendeine Position ändert, wenn irgendeine Position dazukommt, hättest du auch jederzeit die Möglichkeit, dort noch eine Position anzufügen, beziehungsweise die auch zu ändern. Oder ja, im Prinzip auch denkbar wäre, dass man im Prinzip noch ein zweites Produktblatt dann ja ausfüllt beziehungsweise dazu hängt, wo dann weitere Produkte auswählbar wären. Also da ist ja auch der Fantasie sind da wenig Grenzen gesetzt. Richtig, das ist richtig. Man kann jetzt hier, ich gehe da nochmal unter den Silikon drunter. Also ich muss jetzt nicht unbedingt was aus der Liste rechts nehmen, mit dem Pfeil nach oben hier einfügen, sondern ich kann hier auch einfach mal, ich schreibe einfach mal, ne, kann man auch so reinschreiben. Also da ist, Genau. mit diesem Formular ist man recht flexibel. Ja. Prima. Super. Also ich glaube, das kommt auch bei unseren Usern, die jetzt im Online-Seminar mit dabei sind, sehr, sehr gut an, was ich so parallel mal gesehen habe. Du hast ja noch ein zweites Formular mit reingebracht. Lass uns das einfach mal gleich mal das zweite Formular noch kurz angucken. Ja, das machen wir mal eben. Und dann würde ich auch gerne dieses Formular kostenlos der Craftnote zur Verfügung stellen, damit das andere Betriebe auch nutzen können.
Weiß nicht, was du davon hältst. Das haben wir jetzt nicht abgestimmt, aber da kriegen wir mit Sicherheit eine Möglichkeit hin. Richtig. Also ich habe jetzt also nicht nur Baustellen in Kraftnur drin, sondern auch jeder Mitarbeiter hat also eine eigene Baustelle auf gut Deutsch. Das heißt, da können die Mitarbeiter selber nur drauf zugreifen, niemand anders, also auch nicht untereinander, sondern auch nur für sich selber, wo man dann auch digitale Daten ablegen kann, bis zur Lohnabrechnung kann man das machen oder Überstundennachweise oder wie auch immer. Unter anderem bei meinen Lehrlingen, jetzt habe ich das hier noch nicht vorformatiert, die Auszubildenden, es ist zulässig, dass die Lehrlinge ihre Berichte, das ist ja immer ein Graus, nach 3 Jahren oder nach 2 Jahren, wenn dann die ganzen Berichtshefte kommen, digital zu führen. Also bei uns im Dachdeckerhandwerk gibt es, von unserer Fakultät gibt es solche Formulare, aber ich habe mir selbst eins gebaut, da können die ihren Namen da oben reinschreiben und in der Woche von bis wann die gearbeitet haben und dann können die hier ihre Daten eintragen. Meine Lehrlinge sind mittlerweile so clever, dass die das draufsprechen, weil die einfach ja, abends nach Feierabend nicht so viel Lust mehr zu haben. Auf jeden Fall werden die Ausbildungsnachweise eigentlich dann wöchentlich geführt und dann sind die auch gleich da drin. Man kann die auch nachträglich noch nachbessern und dann können die ihre Stunden hier auf der rechten Seite, können die dann auch eintragen. Den Text, was sie gemacht haben und das, was du gerade eben gezeigt hast, kann man hier von dem Werk, was die Lehrlinge gemacht haben, Wandanschlüsse oder ein Dach gedeckt oder ein Dunstrohr eingebaut, aus ihrer Fotomediathek, da möchte ich jetzt nicht drauf gehen, ich weiß nicht, was da für Bilder kommen. Können ja auch private Bilder da kommen. Nein, dann kann man hier die Fotos aus der Mediathek oder auch von der Kamera direkt ablichten. Dann ist das ja auch noch so ein kleines Schmankerl für die Lehrlinge. Dann können sie sogar ihr Werk dann zeigen aufhand des kleinen Bildes, was sicherlich bei dem Prüfer später dann irgendwann mal denen auch zugutekommt. So, und dann nach einer Woche brauche ich dann ja nur noch hier unten rechts unterschreiben. Er unterschreibt links. Auszubildender, das ist richtig. Er unterschreibt links, ich unterschreibe unten rechts und dann ist das fertig. Und dann wird das digital abgelegt und wenn das später ausgedruckt werden soll, wird es ausgedruckt. Und wenn die das digital haben wollen, die Prüfer, dann können die das auch digital kriegen. Ja, wie gesagt, dieses Ausbildungsnachweisheft oder dieses Formular würde ich gerne auch der Kraftnot für andere Betriebe zur Verfügung stellen. Ist nichts dabei. Muss nur ein bisschen umformatiert werden mit Logo und so weiter und so weiter. Was Prima. meinst du? Ja, herzlichen Dank. Also da finden wir mit Sicherheit Anwender, die das dann auch entsprechend gerne weiter nutzen werden. Ja, das mit dem Thema digitale Berichtshefte, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich weiß auch, dass da unterschiedliche Innungen an unterschiedlichen Themen und auch unterschiedliche Verbände an unterschiedlichen Systemen dran sind. Also es ist mit Sicherheit eine Sache, die ja eigentlich schon lang gemacht werden sollte, vor allem um auch die jungen Menschen auf das Thema Digitalisierung dann doch ein Stück schneller vorzubereiten, als das aktuell noch in vielen Bereichen noch läuft. Ja, Wolfgang, herzlichen Dank mal für deinen ersten Einblick. Ich würde dich gerne jetzt mal aus unserer Session entlassen, vorübergehend. Du bleibst bitte im Hintergrund mit dabei. Jawohl. Wir werden dich nachher auf jeden Fall zur Q&A-Session nochmal mit reinnehmen und dann sehen wir uns nachher nochmal. Also, Herzlichen bis Dank. später. Bis Bis später. gerne. So, dann gehe ich nochmal direkt in die nächsten Themen rein. Ich habe noch einen Hinweis und zwar, wir hatten ja Ende Juni, ich glaube am 30.06. war das, mit dem Andreas Schreier mal ein Seminar, ein Online-Seminar zum Thema digitale Formulare.
Und da hatten wir ja auch ein wirklich mega Formular vom Andreas Schreier vorgestellt bekommen. Also wenn ihr da nochmal Lust habt, euch das nochmal anschauen zu wollen, dann geht einfach auf unseren YouTube-Kanal. Ich weiß es nicht, Lars, vielleicht stellst du einfach auch nochmal von unserer Seite her den Link nochmal in den Chat mit rein. Dann könnt ihr euch das Online-Seminar auf jeden Fall auch nochmal angucken. Wie gesagt, ihr findet es auch bei uns im YouTube-Kanal, ist auch mit drin. Da könnt ihr also nochmal jederzeit direkt drauf zugehen. Ja, ich möchte dann nochmal weiterfahren in unserem Thema mit den Aktuelles und Neuheiten. Wobei, ich habe mir auf meinen Zettel, den ich mir dann doch nochmal bereitgelegt habe, mal eine Sache besonders aufgeschrieben, bevor ich jetzt dann doch wirklich in das aktuelle Neuheiten gehe. Ich gehe nochmal eins zurück, weil das ist eine Sache, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar, ich möchte mich ganz, ganz besonders bei unserem ganzen Team mal bedanken. Das ist schon lange mal Zeit. Wie gesagt, ich habe es beim letzten Mal irgendwie verschwitzt. Aber herzlichen Dank an jede und jeden, egal wie lange ihr jetzt dabei seid, ob ihr von Anfang an dabei wart oder ob ihr jetzt erst ganz frisch dabei seid. Also wir haben heute nochmal drei oder nochmal Zuwachs gekriegt, nochmal drei Kolleginnen, die mit angefangen haben. Herzlichen Dank für alles, was ihr für Craftnote getan habt, für eure Unterstützung, vor allem auch jetzt in der nicht ganz so einfachen Zeit. Wir haben sehr viele Tage gehabt, wo wir gar nicht ins Büro konnten oder wo die Kolleginnen und Kollegen in Berlin auch nicht ins Büro konnten, teilweise vielleicht noch nicht einmal den Kontakt überhaupt mal zu den anderen Kollegen hatten, weil es einfach auch die Situation nicht zugelassen hat. Aber ey, ich bin echt stolz und ich liebe euch. Ich liebe euch. Das habt ihr wirklich super gemacht, was wir da bisher auf die Beine gestellt haben. Ja, das war mir jetzt einfach mal sehr wichtig, das auch mal an dieser Stelle rüberzubringen. Ja, jetzt ist natürlich der Switch dann wieder in das Normale, ist dann schon ein bisschen schwierig, aber ich denke, dass wir das in der Form hinkriegen. Ja, ich möchte auf Aktuelles und neue Funktionen einfach direkt mal eingehen, was sich so die letzten paar Wochen bei uns getan hat, beziehungsweise so einen kurzen Ausblick dann auch nochmal geben. Ganz konkret sieht es so aus, wir hatten es ja im letzten Online-Seminar schon angedeutet. Einmal das Thema Monatsansicht in der Plantafel, in der Web-App. Das ist ja mittlerweile vollzogen. Plantafel auch auf Android. Da haben wir noch zwei Dinge, die wir noch nachziehen müssen. Und zwar, dass man in Android direkt auch in die Projekte mit reinklicken kann. Und dann fehlt uns momentan noch die Landscape, also das heißt die Queransicht. Momentan haben wir die nur in Hochkant mit drin. Also das ist eine Sache, die noch kommen wird. Bei Antworten auf Nachrichten im Chat, das haben wir ja letztes Mal auch schon mal kurz angeteasert und Dateiablage mit Facelift. Da gehe ich noch mal ganz kurz in die Web-App rein. Dann gucken wir uns das mal ganz kurz noch mal an. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Projekt drin bin, dann habe ich also die Möglichkeit, hier direkt auch drauf zu antworten. Ihr habt gerade schon gesehen, also hier haben wir jetzt mittlerweile den Pfeil, den ich da anklicken kann in der Web-App. Einen ähnlichen Pfeil findet ihr auch in der mobilen App. Das heißt, jetzt nehme ich jetzt einfach mal hier das Bild und antworte da drauf. Tolle Hütte. Schiebt das rein, dann wird im Prinzip das Bild als kleines Vorschaubild nochmal mit angezeigt und die Nachricht mit unten drunter. Also das ist im Prinzip jetzt die Sache, dass man auch auf bestehende Nachrichten antworten kann. Das heißt auf eigene beziehungsweise auch die von anderen, also von Kollegen mit reingekommen ist. Und dann hatten wir gerade vorher schon mal kurz den Einblick auf die überarbeitete beziehungsweise auf die neue Ansicht jetzt von der Dateiablage. Auch da hat sich jetzt optisch ein bisschen was getan. Ich muss sagen, gefällt mir recht gut. Da haben wir noch ein, zwei Sachen, die wir noch mal ein bisschen nacharbeiten werden. Aber ich denke mal, da haben wir jetzt optisch auch einen ganz großen Schritt in
die Aktualität getan. Gut, das waren im Prinzip jetzt einfach mal ganz kurz die Themen, die ich dort zeigen wollte. Ich gehe nochmal zurück in die Präsentation. Und zwar gehen wir hier zum nächsten Thema, Plantafel, Bauabschnitte in der Grobplanung. Wir sind angesprochen worden von unseren Usern, dass es doch möglich sein müsste oder möglich sein sollte, dass wir quasi auch Projekte ja nicht an einem Stück in Craftnode angezeigt bekommt, sondern dass man die auch im Prinzip separieren kann. Das heißt, ich habe zum Beispiel irgendwo eine Rohinstallation und mache dann im Folgenden einfach die Fein- oder die Fertigmontage. Das war ja im Prinzip bisher so, dass wir das in der digitalen Plantafel dann hier quasi zunächst mal aus den Projektdetails den Termin übernommen haben. Da wird es also in Zukunft so aussehen, dass der Zeitraum Anfang und Ende keinen direkten Einfluss mehr auf die Plantafel hat, sondern ich hier dann die entsprechende Grobplanung mache. Jetzt spielt gerade meine Web-App nicht mehr so richtig mit, aber ich denke mal, das ist ein Thema, das wir auf jeden Fall jetzt dann umsetzen werden. Und das wird mit Sicherheit nochmal in der Detailplanung für die Projekte dann nochmal hilfreich sein. Dann werden wir in der Web-App das Thema mit der Übernahme der Kopfdaten in die PDF-Formulare aus den Vorlagen noch machen. Momentan haben wir es ja schon, wenn im Prinzip die entsprechenden Zellen eingefügt sind, dann kann ich im Prinzip auch aus den Kopfdaten der Projektdetails die Name, Adresse, Baustellenadresse und so weiter, die Notizen. Der Wolfgang hat es ja gerade auch schon gezeigt, dass die Notizen auch direkt übernommen werden können. Und das wird zukünftig wahrscheinlich bis Ende des Jahres auch noch in der Web-App schon möglich sein. Das heißt, wenn ich dort ein Projekt oder beziehungsweise eine Vorlage aus den editierbaren Vorlagen hochlade und bearbeite, dass die Kopfdaten direkt übernommen werden können. Ja, und dann haben wir im Prinzip noch den CSV-Export, den wir vor dem letzten Online-Seminar oder kurz ein paar Minuten vorher noch scharf geschaltet haben. Den wird es wahrscheinlich sogar nächste Woche schon in überarbeiteter und erweiterter Form geben, sodass wir auch da Möglichkeiten haben, das noch ein bisschen besser zu nutzen. Ja, jetzt möchte ich noch auf zwei weitere Sachen eingehen, und zwar der Craftnode Adventskalender. Und zum Craftnode Adventskalender muss ich noch mal kurz den Bildschirm wechseln. Und zwar sieht so aus, dass wir seit heute Morgen den Craftnode Adventskalender mit drin haben. Er ist momentan noch nicht direkt auf unserer Seite verlinkt, aber wenn ihr www.craftnode.de/xmas eingebt, dann kommt ihr im Prinzip direkt auf unseren Adventskalender. Dort haben wir hinter den 24 Türchen, die sich da verbergen, oder beziehungsweise hinter den Türchen, haben wir schöne Preise, interessante Preise, unter anderem heute ein Fallschirm-Tandemsprung, den wir heute verlosen, mit reingestellt. Dort auch mal einen herzlichen Dank an unsere Sponsoren, die wir da mit drin haben. Grundsätzlich sieht so aus, ihr kommt, wie gesagt, über craftnode.de/xmas auf diese Seite. Dort könnt ihr dann direkt teilnehmen, immer an einem Tag. Sprich, das Türchen für heute, das ist jetzt bis 24 Uhr geöffnet. Und dann geht das nächste Türchen auf. Dort sieht es allerdings so aus, aktuell noch nicht zu sehen, was da dahinter sich verbirgt. Und morgen dann auch nicht mehr das Türchen 1 klickbar, beziehungsweise klickbar schon noch. Ich sehe, was da verlost wurde, aber ich kann da nicht mehr teilnehmen. Also, wenn ihr Lust habt, einfach craftnode.de xmas und dann könnt ihr da direkt teilnehmen. Ich denke, dass wir auch noch eine Verlinkung von unserer Startseite quasi dahin machen werden.
Ich switch noch mal rüber auf unsere Präsentation. Da will ich noch mal kurz auf unsere Aktion zum Jahresende hinweisen. Wir haben ja letzte Woche Freitag zum sogenannten Black Friday eine Aktion vorgestellt. Und diese Aktion lief ja nur bis gestern Mittag, also bis zum 30.11. Ich glaube, mittags um 12 haben wir sie dann offline geschaltet. Wir haben aber gemerkt, dass da sehr, sehr viel Resonanz drauf gekommen ist. Deshalb haben wir diese Aktion einfach nochmal erweitert bzw. verlängert. Und deshalb möchte ich euch da nochmal drauf hinweisen, der Lars wird auch diese Aktion ganz konkret nochmal jetzt in den Chat stellen. Das heißt, wenn ihr Interesse dran habt, dann einfach aus dem Chat heraus den Link nutzen, beziehungsweise ich denke, Lars wird es auch nochmal in die Beschreibung von unserem Chat unten oder von unserem Video unten mit reinpacken. Also hier Craftnote Sonderaktion, jetzt bis zu 55% Rabatt sichern. Da sieht es allerdings so aus, dass der Rabatt nicht in geldlicher Form ausbezahlt wird, sondern laufen tut die ganze Aktion bis 15.12. Wir haben drei verschiedene Pakete, die wir anbieten. Das heißt einmal ein Paket S, ein Paket M und ein Paket L. Und da habt ihr dann unterschiedliche Möglichkeiten, da an Dreingaben zu kriegen. Das heißt jetzt beim Paket S gibt es die Möglichkeit, quasi ein individuell erstelltes digitales Formular zusätzlich zu kriegen, was dann jetzt ganz konkret bei drei Nutzern einen Rabatt von 37% darstellt. Also das für die kleineren Betriebe, Paket M für die mittleren Betriebe. Dort gibt es dann noch eine Online-Schulung zur Einführung digitalen Bauakte mit dazu, wenn ihr das nutzen wollt, jederzeit gerne. Oder das Paket L. Dort werden wir auch bei der Einführung euch noch einen persönlichen Ansprechpartner an die Seite stellen. Wenn ihr auf der Seite dann seid, unter dem Link, da habt ihr unten auch noch die Möglichkeit, die fünf Gründe für das Paket nochmal euch genauer anzusehen. Einmal habt ihr die Pro-Funktionen mit drin, dann ein digitales Formular oder auch zwei oder mehr. Gleichzeitig die Online-Schulung für den optimalen Start, das heißt die Einführung bei euch im Betrieb als Online-Schulung. Wer noch Steuern sparen möchte, hat da die Möglichkeit, das einen Gutschein oder einen Gutschein von uns zu kriegen, der direkt auch dieses Jahr noch steuerlich angerechnet oder angesetzt werden kann. Und wie gesagt, beim größten Paket noch die direkte Betreuung bei der Einrichtung mit dabei. Wenn ihr oben auf die entsprechenden Links geht, dann kommt ihr unten direkt auf den Fragebogen und bei dem Fragebogen könnt ihr dann einfach auch hier auswählen, welches Paket mit wie viel Lizenzen ihr haben wollt. Da steht dann auch der Preis dabei und ihr kriegt dann eine Rechnung von uns und dort ist dann ein Gutscheincode dabei, mit dem ihr dann alles Weitere dann auch buchen könnt. Und kommt dann sehr gerne mit euren Ideen für das Formular auf uns zu und das setzen wir dann um. Silan, von hier aus schon, ich glaube, du wirst einiges zu tun kriegen die nächsten Wochen. Okay, dann gehen wir nochmal zurück auf unsere Agenda. Wir sind jetzt im Prinzip kurz vorm Schluss. Wir sind mal wieder deutlich über die 45 Minuten drüber raus. Aber damit komme ich im Prinzip ja wieder zu unserer Fragerunde. Ich nehme gerade den Lars mit dazu und ich nehme den Wolfgang mit dazu. Kleinen Moment. Ich brauche diesen Bildschirm. So. Wo hast du die Möwen fotografiert? Bei dir in Ding? Ja, genau. Vielleicht noch ganz kurz eine Frage nochmal. Wolfgang, als wir, ich glaube, so das erste oder zweite Mal miteinander gesprochen haben, hast du zu mir gesagt, du hättest jetzt das Regal oder die Wand weg, wo du deine ganzen Papierakten drin gehangen hättest. Und was hast du da hingehangen?
ich mal kurz Oh, Wolfgang. intervenieren? Man hört uns leider wieder nicht. Ja, jetzt so. Müsste jetzt. Hört ihr sorry, mich? Sorry, 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 sorry. Das war jetzt ein Fehler von mir. Wolfgang, noch mal ganz kurz. Ja, ich hatte dich vorher mal kurz stumm geschalten. Also, ich hatte dich gefragt, ja, du hattest ja so eine Wand, wo du deine Zettel dran, wo deine Zettel hingen, und da hast du jetzt ein Bild hingehangen von? Von der Nordseeinsel Borken. Von der schönsten Nordseeinsel, wie du immer. Das ist wohl immer noch kein Ton, heißt es. Hörst du von auf Wolfgangs Seite? Hallo, hallo? Kein Ton? Jetzt ist Ton da. Ja, ja, ja. Okay. Jetzt ist Ton da. Okay. Prima. Also von der schönsten Nordseeinsel, wie du immer behauptest. Ja, das ist auch so. Ich werde mich nächstes Jahr auf jeden Fall davon überzeugen, versprochen. Ich hoffe, dass du dann vorbeikommst. Aber nochmal darauf zurückzukommen. Jeder Betrieb hat ein Buch oder eine Wand oder eine Pinnwand, wo denn die Reparaturen oder die kleineren Sachen aufgehängt werden, was dann ein Auftrag geworden ist. Oma XY hat angerufen, möchte gerne was am Dachfenster repariert haben. Dann hing der Zettel da. Und dann kamen die Mitarbeiter, die haben sich dann da was rausgefischt. Oder ich habe etwas rausgegeben, was wichtig war. Oder es wurde schlichtweg vergessen. Heute wird nichts mehr vergessen, dank Kraftlot. Es ist übersichtlich, man kann scrollen. Das ist noch 2 Stunden Arbeit, da habe ich noch 3 Stunden Zeit. Oder ich habe jetzt, was ist jetzt wichtig? Ich kann das auch auf alles, was rot ist, man kann die ja farblich kennzeichnen, alles, was rot ist, die haben einmal mehr angerufen, wir sind ja auch nicht so immer sofort da. Alles, was rot ist, muss als erstes abgearbeitet werden. Das geht wesentlich einfacher. Es wird kein Auftrag vergessen, darauf können sich unsere Kunden sich verlassen, dank Kraftnot. Das ist einfach so, das muss man dankend so anerkennen. Ist so. Dankeschön. Bitte. Dankeschön. Ja, Lars, was hatten sich so jetzt während des Online-Seminars denn getan? Gib uns gerade mal kurz ein Update. Ja, war viel los in der Zwischenzeit. Der Roland B. hatte hier gerade noch eine Frage gestellt. Ich glaube, die ist auch für mehrere Leute interessant. Wenn ich die Pro-Variante nutze und später doch noch kündigen sollte, ist dann nur die Nutzbarkeit der Vorlagen nicht mehr möglich, aber die gespeicherten Projekte bleiben erhalten. Also inhaltlich geht nichts verloren, da muss man sich keine Sorgen machen. Es bedeutet, alle Projekte bleiben erhalten. Was verloren geht, ist eben die Funktionalität für die Vorlagen und auch für das Ausfüllen der Vorlagen. Ne? Dann schreibt der Erich Inken, bei der Zeiterfassung wäre morgens ein Start und abends ein Stopp-Button schön. Dirk, kannst du was dazu sagen? Wunsch angekommen. Wunsch bereits weitergegeben. Ich denke, da wird es Anfang 2021 eine Lösung geben in der Richtung. Alles klar. So, dann, was kam als nächstes? Das mit den Farben wäre noch besser, wenn man danach sortieren könnte. Das nehmen wir uns gerne mit. Ich glaube, das kam auch schon das ein oder andere Mal hoch. Ja. Okay, dann gibt es eine Zeichnungsvorlage mit einem iPad-Stift. Was suchst du da genau? Also magst du ein leeres Blatt, wo du reinzeichnen kannst, oder wie soll das genau aussehen? Ansonsten stellen wir die Vorlagen dafür nämlich schon zur Verfügung. Der Marcel wünscht sich auch noch Farben zu sortieren. Da können wir noch einen Strich hintermachen, hinter den Wunsch. So. Ansonsten kommt gerade in der Zwischenzeit nichts rein. Konntest du alles soweit während des Online-Seminars beantworten? Ja, ich habe mein Bestes versucht, auf jeden Fall. Tja, ich denke, wenn was offen geblieben wäre, die würden dir nach wie vor auf den Schlappen stehen. Genau. Kann man bei der Zeiterfassung auf Sonntag- und Nachtzuschläge erfassen? Das kam gerade eben noch rein. Ja, ist ein Thema, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, aber da wir momentan ja keine, also eine reine projektbasierte Zeiterfassung sind und keine Lohnzeiterfassung, ist das momentan so noch nicht mit drin.
Da könnte man aber vielleicht gucken, dass man da in den Formularen was macht, wenn es im Prinzip darum geht, die Formulare dann auch mit den Stunden vom Kunden unterschreiben zu lassen. Aber irgendwo in der Zeiterfassung das mit reinzunehmen, ist momentan so einfach nicht möglich. Ich weiß, dass da auch schon andere Gedanken im Gange sind bei Usern. Ich weiß, Wolfgang, dass du da auch schon drüber nachdenkst, aber das würde ich im Moment mal einfach so stehen lassen wollen. Da sprechen wir nochmal im Detail drüber, wie das vielleicht mal dann umgesetzt werden kann. Bestimmt. Ja. So, dann kam tatsächlich ein ganzer Schwung rein. Mit dem Apple Pencil kann man die Formulare ausfüllen, fragt der David immer. Ja, kannst du tun. Du kannst auch mit dem Apple Pencil zeichnen. Wir haben auch ein paar schöne Zeichentools damit drin. Da gibt es auch eine Funktion, dass man einen Strich macht oder ein Quadrat zeichnet und die Seiten automatisch gerade werden. Dann fragt der Alexander Streich, ob ich endlich das aktuelle CraftNote-T-Shirt besitze. Der Dirk hat es schon, ich noch nicht. Das wird nach Wichtigkeit im Unternehmen sortiert. Dankeschön. Dann, ich weiß nicht, mit welcher Mail ich mich angemeldet habe, habe schon verschiedene eingegeben, Passwort vergessen, leider nichts gefunden. Schick uns einfach die E-Mail-Adressen dazu durch. Dann können wir das gegenchecken, ob dazu Accounts bestehen. Und dann können wir gegebenenfalls dir dazu Rückmeldung geben. Das ist kein Problem. Dann, der Ansprechpartner sind sehr versteckt, wäre auf der Hauptseite besser. Nehmen wir gerne so auf. Das ist ein gutes Thema. Leeres Blatt zum Zeichnen für Kundenskizzen, fragt der Olaf. Das haben wir bereits, genau. Also unter den Firmenvorlagen gibt es das bereits. Ansonsten haben wir auch noch das eine oder andere im Petto. Gerne mal anfragen, ist gar kein großes Problem. Es gibt auch karierte Blätter, die wir hier irgendwo rumliegen haben. Ich weiß nicht, ob die bereits in der App mit integriert sind, aber die Möglichkeit gibt es auch. Dann hat man sogar ein digitales Karo-Blatt zum Zeichnen. Gibt es irgendwann eine Anbindung an Labelwin? Dirk, das spiele ich mal zu dir rüber. Kann ich nicht konkret beantworten. Schön wäre es, weil wir sehr viele Kunden haben, die im Prinzip hier Interesse dran haben, die wahrscheinlich auch bei Label auch schon die eine oder andere Tür eingetreten haben. Aber momentan hat sich da noch nichts getan. Da sind wir schon sehr, sehr aktiv. Da könnte sich vielleicht sogar Anfang nächstes Jahr dann doch irgendwo mal ein Türchen auftun, ob es wirklich mit Label ist oder ob auch andere da ganz konkret dann auf den Zug aufspringen. Wir werden auf jeden Fall über aktuelle Schnittstellen auch immer wieder auf unserer Homepage verweisen, beziehungsweise darauf hinweisen, wenn es sich da was tut. Genau. So, dann kam schon wieder ein ganzer Schwung rein. Gibt es irgendwann mal, nee, ideal wäre eine GPS-Standorterfassung vom Handy. Ja, da gibt es auch schon erste Gedanken dazu, mal was mit den GPS-Daten zu machen. Ist aber aktuell nicht unser heißestes Thema, ist aber perspektivisch gut möglich. Bei den Formularen ist gut, wenn man während der Bearbeitung eine zusätzliche leere Seite einfügen kann. Ja, muss ich dir recht geben, Marcel, das wäre eine schöne Funktion. Können wir gegebenenfalls auch mal noch nachziehen, können wir auch gerne an die Entwickler mal weiterleiten, dass man da noch eine zusätzliche Seite hinzufügen kann, um mal schnell eine Zeichnung zu machen. So. Es kommt weiter. Es ist sehr, sehr viel reingekommen in der Zwischenzeit. Dann kam eine Frage von Lutz Spring. Gibt es eine Idee zur Schrifterkennung mit dem Stift auf dem iPad? Ideen? Ja, leider. Ja, haben wir so viele Ideen. Und ja, eins nach dem anderen. Gibt aber tatsächlich auch schon Ideen dazu, mit Texterkennung was zu machen bei uns in der App. Schauen wir mal, was das nächste Jahr bringt. Dieses Jahr wird es nichts mehr. So viel kann ich schon verraten. Genau. Skizzenzeichnungen für Aufmaß möglich? Ja, das ist möglich. Was haben wir noch? Millimeterpapier möglich? Ja, theoretisch auch möglich, ne? Je nachdem, welche Vorlage wir einpflegen. Gibt es eine noch die Kooperation mit der Softwareschmiede Komet für Metallbauer? Dirk, das ist so eine Frage für dich. Ja, die Kooperation gibt es ja. Also im Prinzip die Schnittstelle ist ja vorhanden. Die Schnittstelle funktioniert auch sehr, sehr gut. Also mit Qmed auf jeden Fall einfach
die Kollegen von QMed ansprechen. Die haben auch eine Testversion, die sie zur Verfügung stellen können. Und dann können wir die Daten auch problemlos in CraftNode einlesen. Genau, dann habe ich eine Frage an den Wolfgang. Welche Hardware nutzen deine Mitarbeiter auf der Baustelle? iPad. Durchweg? Durchweg. Okay. Das iPad Air, das reicht dafür mit Online-Anbindung, also direkt LTE. Wir haben ja auf der Nordseeinsel alles LTE. Nichts anderes. ist so. ja. Prima. Okay, was kommt noch? Habt ihr in Zukunft auch Rechnungssoftware? Das ist auch noch eine gute Frage. Dirk, magst du das angehen? Also ist im Moment von unserer Seite her nicht geplant. Deshalb öffnen wir uns ja auch, und da war auch wieder eine Schnittstellenfrage dabei vom Ralf Hild. Also grundsätzlich sieht es so aus, dass wir uns ja mit unserer Schnittstelle einfach auch zu den Branchenlösungsanbietern öffnen. Und wir sind eigentlich wenig daran interessiert, denen Konkurrenz zu machen, sondern einfach mit denen zusammen zu arbeiten, beziehungsweise die Daten sauber auch von dort zu übernehmen. Da sieht es einfach so aus, die wissen, wie man Rechnungssoftware macht. Wir wissen, wie man das Thema Baustelle mit dem Büro verknüpfen macht. Und lass uns einfach das gemeinsam machen. Dann haben alle Spaß dran, und vor allem unsere Kunden, unsere gemeinsamen Kunden haben dann deutlich erfolgreichere Baustellen dadurch. Genau. Dann gibt es noch eine offene Frage: Wie weit seid ihr mit dem Synchronisieren der Ordner mit dem Windows Explorer? Dirk, weißt du da Bescheid? Kann ich jetzt den aktuellsten Stand oder weiß ich den aktuellsten Stand jetzt nicht direkt, aber es sieht ja so aus, dass wir das mit dem Windows Explorer, das macht ja unser Partner, die Firma Grote Solutions, mit der Minecraft Sync quasi der Schnittstellennutzung. Die müssten aber, ich meine, da wurde von unserer Seite her nochmal was nachgeschoben, und das müsste in den letzten Zügen sein, wie ich den aktuellsten Stand kenne. Genau. Wo finde ich denn den Download für die digitalen PDF-Formulare, fragt der Alexei Schmidt. Findet man auf unserer Webseite, wenn man ganz nach unten scrollt. Und dann gibt es dort einen kleinen Reiter, der heißt Download. Ansonsten www.craftnode.de/download. Da gibt es diese Formulare kostenlos zum Runterladen. Hat man direkt das ganze Paket gebündelt. So. Ich überspringe mal so ein bisschen was, damit wir... Jetzt habe ich noch eine gute. Ich habe nun viel von Dachdeckern gehört. Was ist mit Malern? Das finde ich schön. Ist gewerkeübergreifend anwendbar. Ne? Die Maler sind auch willkommen. Haben wir genauso lieb wie die Dachdecker. Au. Genau. Ja, ich würde einfach... Hast du noch eine spannende Frage? Ja, genau. Wäre es möglich, bei Chat-Eingaben auch den Text direkt als Texterkennung zu sprechen, nicht nur als Audiodatei? Das kannst du heute schon machen. Das geht über die Tastatur von deinem Smartphone in der Regel. Da gibt es dann entweder ein kleines Mikrofonsymbol. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Android aussieht, aber da gibt es ein extra Symbol für, und dann spricht man das einfach ein. Der Text wird quasi automatisch abgetippt und man schickt das weg und spart sich die Tipperei. Das ist ganz schön. Genau. Ja, damit man das Ganze nicht unnötig in die Länge zieht, ich würde Folgendes vorschlagen: Wir gehen die Fragen nochmal durch und würden die Fragen auch in unsere interne Facebook-Gruppe stellen und die Antworten dazu. Also wenn da noch entsprechende Fragen offen sind, dann gehen wir die nochmal durch. Also wir wollen jetzt keinen abwürgen, bitte nicht enttäuscht sein, sondern aufgrund der Zeit, der fortgeschrittenen Zeit, gehen wir das einfach so an. Wir nehmen die Fragen nochmal raus und beantworten die in unserer internen Facebook-Gruppe nochmal. Also kommt einfach gerne da rein. Lars, wie heißt unsere interne Facebook-Gruppe? Das ist eine gute Frage. Entwicklung und Feedback. CraftNode Entwicklung und Feedback. Genau.
da einfach mit reinkommen. Und wie gesagt, da ja, verweisen wir dann einfach auf die entsprechenden Fragen, die jetzt hier nochmal im Online-Seminar gestellt wurden, und gehen da einfach nochmal direkt drauf ein. Wer es gar nicht abwarten kann, kann auch direkt in die Gruppe posten. Wir beantworten das dann spätestens morgen, ne? Genau. Ja, dann herzlichen Dank, Wolfgang. Zunächst einmal dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mich gefreut, dass wir dich auch hier gewinnen konnten, dass du deine Formulare uns einfach mal präsentierst und mal eine Stimme aus dem hohen Norden damit dabei drin haben. Ja, auch dir, Lars, herzlichen Dank. Euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Und wenn es Fragen gibt, kommt sehr, sehr gerne jederzeit auf uns zu. Der Support ist ja auch mit dem Dominik sehr, sehr gut bestückt. Das heißt, da kriegt er auch auf jeden Fall immer eine entsprechende Antwort zeitnah. Und ansonsten, wie gesagt, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Für den Fall, dass man sich nicht mehr sieht oder nicht mehr hört, euch einen guten und erfolgreichen Jahresendspurt. Dann ein paar ruhige Tage über Weihnachten und dann auch einen guten Übergang ins neue Jahr, in möglichst erfolgreiches und gesundes neues Jahr. Ja, mir bleibt nur Danke zu sagen. Alles Gute. Dankeschön. Und ja, wünsche bis ich die euch Zeit. Allen auch. Jo. Bis dahin. Schönen Feierabend allen. Ciao. Bis dann.